Ich bin wieder da mit Dr. Gerrit Kieferstein. Und zwar hast du beim letzten Mal angeteased, wir haben über das Thema Diabetes gesprochen und schon so ein bisschen reingeworfen, dass Diabetes Typ 2 auch heilbar ist. Ja. Wie? Korrekt. Das Wort Heilung nutze ich jetzt hier. Mhm. Und das ist ein sehr schwieriges Wort in der Medizin. Wir sind ja als Ärzte ziemliche Erbsenzähler. Und es gab gerade in den letzten Jahren ziemlich einen Streit darüber, ob der Diabetes heilbar ist. Und die großen Diabetesgesellschaften haben dann gesagt, warte, das Wort Heilung, was wollen wir nicht benutzen? Weil Heilung würde ja bedeuten, dass jemand so gesund wird, dass er dann auch wieder die Verhaltensweisen an den Tag legen kann, die ihn krank gemacht haben, und er wird trotzdem nicht krank. Also jetzt gehen wir mal ein einfaches Beispiel. Wir nennen mal jetzt den Diabetes vereinfacht die Zuckererkrankung. Ja, sie ist in einem gewissen Maße komplett reversibel, wenn man einfach auf Zucker verzichtet. Da würde ich auch zum Beispiel sagen, es ist nicht die hundertprozentige Heilung, aber da gab es große Studien, die gezeigt haben, Leute, die einfach in der Ernährung auf Zucker komplett reduzieren, gab es die Wirta-Studie, die können ihre Medikamente zu größten Teilen absetzen und sind damit im Endeffekt diabetesfrei, weil der Diabetes im Labor nicht mehr nachweisbar ist. Die haben dann keine erhöhten Blutzuckerspiegel mehr und nicht das, was man als Diagnosekriterium für Diabetes anlegt. So, jetzt die Frage, ist das eine Heilung? Stelle ich dir mal die Frage, ist das eine Heilung, wenn, sagen wir mal, jemand ist zuckerkrank, ist dann kein Zucker mehr? Und dann geht sein Blutzucker runter und der Diabetes ist nicht mehr nachweisbar. Ist das eine Heilung? Ja, schon, würde ich eigentlich schon sagen. Weil wenn man keine dann hat man ja auch keine Symptome mehr. Stell eine andere Frage. Ich lege meine Hand auf eine heiße Herdplatte, verbrenne mich, habe eine Verbrennung und sage, scheiße, Nathalie, guck mal, ich habe mich verbrannt, ich muss mal wickeln, dann ist das irgendwann wieder geheilt. Jetzt bin ich jetzt geheilt oder bin ich erst geheilt, wenn ich meine Hand auf der heißen Herdplatte halten kann, ohne mich zu verbrennen? Ja, das macht ja gar keinen Sinn. Ist crazy, oder? Ja. Und das ist halt die Diskussion des Diabetes gerade. Nämlich, ist man nur geheilt, wenn man auch Kohlenhydrate und Zucker essen kann, ohne dann, dass der Blutzuckerspiegel richtig pathologisch ansteigt? Oder ist man auch geheilt, wenn man einfach den Zucker weglässt und dann hat man auch keinen hohen Blutzuckerspiegel mehr? Das ist die spannende Frage. Und deshalb ist man in Diabetesorganisationen dazu hingegangen, zu sagen, oh, wir müssen mal vorsichtig sein mit dem Heilungsbegriff. Wir nennen es mal Remission. Was bedeutet Remission? Remission heißt, dass ich habe das zumindest auf einen Status gebracht, der verträglich ist. Das kommt aus der Krebstherapie. Das heißt, wenn ich einen Krebs habe, ich habe zum Beispiel einen Tumor entwickelt, dann mache ich Chemotherapie und die Operation. Der Krebs ist nicht mehr nachweisbar dann nach 2 Jahren oder so. Dann sagt man, ich bin in Remission. Was aber so ein verrückter Begriff ist, weil das irgendwie so die Tür offen lässt, als ich kann jederzeit wieder zuschlagen. Ja, genau. Und das ist psychologisch auf jeden Fall schwierig. Deswegen, diese Begrifflichkeiten, da sind wir als Mediziner ziemlich am Diskutieren drüber, welche wir nutzen. Ich nutze gern das Wort Heilung, ja. Weil ich das auch sehe, dass über die richtigen Lebensstilinterventionen man dann auch in einen Lebensstil reinfindet, der niedrigen Blutzuckerspiegel hat, ohne dass die Leute das Gefühl haben, ich muss mich hier komplett beschneiden und zurücknehmen. Und man kann dadurch einfach seine Endorgane, also Herz, Niere, Haut, Augen, einfach für längere Zeit bei sich behalten. Mhm. Dieses Wort Remission hält ja auch irgendwie so diesen Placebo-Effekt auf, oder? Ist das nicht so, wenn man etwas glaubt, dann passiert es auch? Ja, ich meine, der Effekt ist auf jeden Fall mit dabei, den man auch positiv nutzen kann. Also viele Ärzte sind ja auch sehr zögerlich, einen Placebo-Effekt zu nutzen. Alles Placebo-Effekt. Mhm. Ich denke mir, cool, Effekt ist ein Effekt. So, und wenn der Placebo-Effekt da ist und man das Prinzip Hoffnung sozusagen auch hat, das kann total hilfreich sein. Wenn man natürlich unnötigerweise Hoffnung kreiert, wo keine da ist, das ist dann auch wieder unfair. Also gerade beim Thema Krebs, ich kann das schon verstehen, warum man von Remissionen da spricht. Und auch bei Diabetes sagt das Wort auch Remission, das kann ja auch vorteilhaft sein. Nämlich, wenn ich das kommuniziere, man ist in Remission, dann ist man auch achtsam, dass man nicht wieder in die gleichen Verhaltensmuster reinfällt, die einen dann in die Krankheit gebracht haben. So, und ich führe auch gerne das offene Gespräch mit Kunden und Patienten genau darüber, dass man versteht, was ist die reale Situation hier. Ich spreche gerne auch davon, dass es heilbar ist. Mhm. Auch durch, so wie es gekommen ist, durch ein Lebensstil, kann es auch wieder gehen. Da gab es interessante Untersuchungen mit Indianern und Aboriginals aus Australien. Mhm. Pima-Indianer aus Mexiko und Aboriginals. Weil die haben kaum Diabetes. Man hat sich gefragt, das muss doch ein genetischer Faktor sein. Mhm. Und dann hat man geguckt, was passiert denn, wenn man die Pima-Indianer, sagen wir mal, nach San Diego schickt, aus dem Land sozusagen in die Stadt. Und dann gucken wir mal, wenn die mal richtig amerikanische Lifestyle, ja, die haben noch schneller Diabetes bekommen, als ein Deutscher was bekommt. Ah, das heißt, die sind prädisponiert zu Diabetes. Die kriegen noch schneller als wir. Aber als die wieder zurückgezogen sind in ihre Heimat, haben die dann auch wieder losgeworden. Und bei den Aboriginals genau das Gleiche. Der ist also aktivierbar und reversibel.
Und warum genau sprichst du dann halt auch gerne von Heilung? Warum benutzt du das dann gerne? Weil zu verstehen, was die Verheilung, also ist es nicht eine Form von Heilung? Ich habe ein Kind, ja. Und wenn die an die heiße Herdplatte fasst und sich dabei verbrennt, ist es nicht auch eine Form von Heilung, den Lernprozess zu haben, dass ich nicht an eine heiße Herdplatte fassen sollte, weil das etwas ist, was meiner Biologie einfach nicht gut tut. Und es gibt halt genauso auch Nahrung und Lebensstilprozesse, die einfach, wo wir ziemlich klar wissen, dass die zu Krankheiten führen. Und wenn man dann in dieser Krankheit drin ist, das zu erlernen über sich selber, sozusagen einen kognitiven Wachstumsschritt zu machen, einen geistigen Wachstumsschritt zu machen, einen Perspektivwechsel, eine Verhaltensänderung wirklich zu adaptieren und sich damit dann geheilt zu haben, von dem Risiko nochmal einen Diabetes zu entwickeln. Aber wo du sagtest, wenn wir das doch wissen, wie wir das machen, wissen wir das? Also ist das so in der Gesellschaft bekannt, worauf man dann wirklich verzichten sollte? Weil das kommt ja, also scheint ja nicht so zu sein. Nee, es ist nicht allgemein bekannt. Da wird auch ziemlich wenig drüber gesprochen. Ne? Also auch wenn die großen Diabetesgesellschaften sich 2021 darauf einigen konnten, zumindest mal schon zu sagen, ja, der Diabetes ist in Remission zu bringen. Und hier ist die Definition davon, was es bedeutet, ihn in Remission zu bringen. Hat es sehr lange gedauert, überhaupt sich darüber einig zu werden, dass er in Remission gebracht werden kann. Ja, also eine Zeit lang wurde der quasi so als genetisch Pech gehabt, Lotterie, schlechtes Los und das ist für immer Krankheit, hier ist Insulinspritze und hier ist deine Medikamente, kannst nichts machen. Inzwischen wird zumindest besser kommuniziert, dass er reversibel ist. In diesen Leitlinien der Diabetesgesellschaften steht aber dann nicht drin, wie genau. So, aber viele Ärzte haben natürlich schon erkannt, was wir auch im 19. Jahrhundert schon wussten, da wurde schon der Diabetes behandelt und auch geheilt über Ernährungsumstellungen, über das sogenannte Banting. Das haben viele Ärzte erkannt. Und da gibt es zum Beispiel die Geschichte des australischen Arztes, Dr. Gary Fettke. Der hat dann gesagt, oh Leute, Kohlenhydrate und Zucker, die machen unglaublich viel damit. Ihr müsst einfach mal auf unter 25 Gramm Kohlenhydrate und Zucker gehen, pro Tag. Mhm. Dann könnt ihr euren Diabetes heilen. Hat das mit zahlreichen Leuten gemacht. Und dann ist er von der australischen Behörde einkassiert worden. Seine medizinische Lizenz musste er abgeben. What? Und es hat 4,5 Jahre gedauert, und die Gerichtsstreite, bis er die wieder zurückbekommen hat, weil er außerhalb der Leitlinien agiert hat. Er hat Leuten niedrig Kohlenhydrat, also eine kohlenhydratarme Ernährung empfohlen bei Diabetes, außerhalb der Leitlinien, musste dafür seine medizinische Lizenz, das, womit er seine Familie ernährt hat, abgeben und hat die erst nach Rechtsstreit von 4,5 Jahren wiederbekommen. Und das ist natürlich was, was viele Ärzte weltweit beobachten und sagen, oh shit. So. Und deshalb, wir sind halt gerade an dem Punkt, wo die Diabetesgesellschaften sagen, okay, es ist in Remission zu bringen, Heilung nicht, aber es ist in Remission zu bringen. Wie? Dazu sagen wir mal nichts. Die haben sich dann nicht klar zu geäußert. Da steht dann, in den Leitlinien steht so allgemein Ernährung und Bewegung, was im medizinischen Kanon meistens einfach bedeutet, mehr bewegen, weniger essen, im Allgemeinen. Aber dass das für die meisten nicht funktioniert, das weiß jeder, der in der Praxis schon mal agiert hat. Zu sagen, dass jemand weniger Kalorien essen muss, um abzunehmen, ist genauso zu sagen, wie dass jemand, der arm ist, mehr Geld verdienen muss. Ja, sehr hilfreich. Das ist ein sehr beschreibender Zustand, aber es hilft halt nicht. Ne? Ja, das stimmt. Ja, danke. Gerne.